Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Geich. Ja, und Leute, es ist soweit. Ich habe es ja schon angekündigt. Gibt ein Pack Opening. Und da wird jetzt einiges heute bei rausgehauen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an hier. Wir haben hier schon erstmal einige Super Epic Packs. Lobroy. Und da ist die erste Leggy da. Oktoberbräu. Juhu. So. Leggy Nummer 1 am Start. Karaoke-Kahn. Ringen. Brian's Martini. Erotic Friend Fiction. Und Deers with Guns, die zweite Leggy. Bob. Josh. Knarre zu Weihnachten. Stems and Seeds. Okay. Lila. So, damit wären wir jetzt erstmal hier bei denen durch. Da kommen aber noch ein paar mit hinzu. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch erstmal ins Deck rein, was ich hier alles recyceln kann, um mal ein bisschen Platz zu schaffen. Dann mal 64 Commons. Die Commons jetzt erstmal weg. Oh, ich kann jetzt, ich kann ja, stimmt, wir haben ja oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, 200 Stück. Okay, da können wir gleich mal richtig welche durchlaufen lassen hier. Da gucken wir mal rein, was dabei rauskommt. Karten. Und das muss jetzt eigentlich aktualisiert werden, genau. Dann haben wir 204 Karten jetzt erstmal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, lassen wir das Ding mal durchlaufen hier und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, damit wir schauen können, was da Sache ist. Und, und damit ist die dritte Leggy da, das ist die Furzschule für Hochbegabte. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Recyceln gut funktioniert. Kann dann sein, dass hier alles abstürzt. Jetzt mache ich erstmal die hier weg. So. Und dann hoffe ich, dass der mit den 156 jetzt nicht so ein krasses. Oh, es geht. Ey, Sie haben die Routine überarbeitet. Sensationell, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Leute, es geht ja. Wahnsinn. So, dann machen wir nämlich jetzt gleich nochmal so ein Ding da. Also, wir haben bis jetzt drei Leggies geholt. Karten. Einmal ein einfaches Paket holen. Das ist allerdings immer noch so ein Congregate-Bug, ja, macht aber nichts. Und jetzt hier nochmal 202 durchballern. So, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Drei Leggies haben wir bis jetzt. Ja, und damit ist die nächste Leggy da. Leggy Nummer 4. Sehr geil. So. Gleich den ganzen Rotz hier wieder recyceln. Sieht doch optimal aus aktuell. Sehr, sehr geil. So. Mega nice. Ja, dann müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und müssen jetzt erstmal hier ganz viele Belohnungen abholen. Ich weiß, das ist nicht schön anzusehen, aber wir müssen es machen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal damit an. Problem ist, man kann maximal 30k bei den Super Epic Packs haben. Ah, das hatte ich schon geholt. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Und
Ist hier sonst gar nichts mehr großartig. Nun werde ich mal schauen. Das lösche ich jetzt mal raus. Das lösche ich raus. Das lösche ich raus. Ja, nee, es geht weiter. Genau. Kriegen wir noch ein paar Belohnungen hier. Gucken wir mal. So, ein Dale. 15 Dale Tokens, da freue ich mich natürlich riesig drüber. 15 Dale Tokens sind immer gut. Jacking on, na, sehen, haben wir noch mal Golden Turds. Ist noch ein Pack. Ja. Dann haben wir hier dieses Coin Bonus Weekend. Toll, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Relativ uninteressant, ob ich da jetzt noch eine Bierflasche mit hinzubekomme oder nicht. Prost. So. Das war genau die Erweiterung. So. Und Teen, nee, Quatsch, Jean. Oh, sehen sich doch relativ ähnlich, muss ich sagen. Okay, sorry. ich hatte irgendwann echt gedacht, ich hätte die Tina. Aber es ist die Jean. So, Claim Rewards, das hatten wir schon gehabt. Belohnung abholen. Ja. Okay. Belohnung abholen. Ah, komm schon. Reagier doch mal. Meine Güte. So. Bobby. Okay, Bobby Tokens. Claim Rewards. Ein Bob. Ja, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Das wird ein richtig krasses Opening hier werden. Nochmal Greater Epic Stones. Lohnt sich das überhaupt? Weiß ich nicht. Waren jetzt nochmal Dale. Genau. Ja, da ist auch noch mal Steinchen da. Für die Combo Masteries momentan sehr, sehr wichtig, dass man davon genügend hat. Fry Tokens. Muss natürlich aufpassen, dass ich da hinten dann nicht schon wieder, wie viel habe ich denn? Oh mein Gott. Ja, aber 30.000 werde ich mit Sicherheit noch nicht zusammen haben. Glaube ich nicht. So, 800 nochmal. Was haben wir hier? Nochmal Dale. Ja, der knallt gerade richtig hier, der Dale. Das ist geil. Dale, freue ich mich. Das ist cool. So, weiter geht's. Ist natürlich die Frage, ne? Jetzt sind wir da schon beim Löschen, aber das war jetzt das Siege. Ich schätze mal,
Ich vermute mal, es geht nämlich weiter. Genau. Da haben wir auch noch Belohnungen. Alter Vater. Hier haben wir keine mehr, da haben wir die Belohnungen. Also. Wie viel haben wir bis jetzt? Bis jetzt haben wir 4 Legis, ne? Ist es eigentlich, wenn ich da jetzt 500 reinballer? Ich habe noch nie so eine Box, so eine Mythic Box geöffnet, ne? Kostet die nächste dann wieder 500? Aber nach der Congregate-Logik wahrscheinlich nicht, ne? Nach der Congregate-Logik werde ich wahrscheinlich für die nächste Box dann, keine Ahnung, geschätzt 800 bis 1000 bezahlen. Heißt, ich würde mir wahrscheinlich nur einen leisten können. Aber ich muss es ja auch eh mal machen, weil ich muss es ja auch mal wissen, wie das ist eigentlich mit so einer. Ich habe noch nie so eine Mythic Box geholt. Und der Dr. Zoidberg ist, glaube ich, schon echt spannend und interessant. Vielleicht habe ich ja, ach, guck mal, da habe ich noch mehr Steine. Das sind ja noch vom letzten Rumble davor. Da sind wir Platz 199 geworden. Mit der zweiten Gilde, ist ja Gilde 2 hier, mein Account für Gilde 2, habe ich auch noch nicht abgeholt. So. Okay. Ja, es ist halt sehr mühselig, ne, den ganzen Kram zu holen. Und deswegen spare ich dann lieber mal für so ein großes Pack-Opening. So, ich glaube, jetzt sind wir aber durch. Jetzt sind wir, glaube ich, durch, ja. Jetzt habe ich es geschafft. So, dann gehen wir hier nochmal rein, dann gucken wir nochmal. Na, sind immerhin noch 4 Stück zusammengekommen. Weit entfernt von den 30. Dann haben wir hier eine Leuchtpistole noch. Kann ich aber nochmal so ein großes Opening da machen. Ne? Und, Alter! Legi Nummer 5. Legi Nummer 5 ist am Start. 5 Legis haben wir jetzt schon. Okay, jetzt war's das hier. Jetzt kann ich aber nochmal 200k öffnen, ne? Ich jetzt hier die Recycle. Diese 7 dort. Müsste das eigentlich. Ah, sind nicht ganz 200. Hauen wir hier noch 2 Emis raus. So. Ich bin der Becky. Und dann Bob kann auch noch weg. Bobs Burgers erst recht. Boomhauer, Brian, Brian, Brian's Martini, weg damit. Und jetzt müsste ich, jetzt müsste es, ja, es ist perfekt. Perfekt. So, dann hauen wir jetzt gerade nochmal hier 200 Karten durch. 186 steht jetzt da. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Mehr so 200. Das sind 200 Karten nochmal, die jetzt mit hinzukommen. Könnte sein, dass da gleich die nächste Legi mit dabei ist. Dass da vielleicht jetzt Legi Nummer 6 dazwischen ist. Oh, 2 Stück! Tina und Bender. Das ist geil. Also Legi Nummer 6 und Legi Nummer 7 sogar. Mega, mega nice. Das hat sich mal richtig gelohnt jetzt hier. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Legi Nummer 7 haben wir jetzt schon mal. Geil, ey. Geil. 2 Stück aus einem 200k Opening. So. Gut, jetzt machen wir weiter. Jetzt gehe ich hier in den Shop rein und wenn ich es das letzte Mal tue, ich werde mir jetzt mal hier so eine Mythic Zoidberg, aber nur weil ich hier die 150 schon habe. Und ich muss es ja auch mal machen. Ich muss es ja mal machen. Ich muss mal gucken, was passiert hier jetzt überhaupt. Was kriegen wir denn hier raus? Ah, ich habe noch eine bekommen. Chinchilla Dick Twain. Das war jetzt Legi Nummer 8. Und kostet auch nochmal 500. Da hole ich mir gerade nochmal eine. Legi Nummer 8. Und. Ah.
Jetzt bin ich wenigstens bei 180. 15 Stück bekommen. 2 mal 15, okay. Das bedeutet, mir fehlen jetzt theoretisch, also wenn man im Schnitt 15 Stück bekommt, mir fehlen jetzt noch 70. Heißt, es wären 5 mal, also 5000. Nein, 2500. Ich hätte 2500 Gems hätte. Hätte ich das Ding, ne? Ah, den Dr. Seudberg. Den Dr. Seudberg. Okay. Hilft alles jetzt nichts. Jetzt gehen wir hier rein und machen Golden Turd Packs auf. Mal kurz mal einen Überblick bekommen, was es da so alles Schönes gibt. Und dann machen wir die mal auf. So. Kuga Boost Steve. Ah, Leon Pettert. 9, ne? Legi Nummer 9 oder ist das Legi Nummer 10? Das ist Legi Nummer 10 schon, ne? Okay. Legi Nummer 10. Refreshing Crack. Legi Nummer 10. Ja, und den gleich zweimal. Das ist natürlich geil. Da kann ich ihn gleich fusen. Legi Nummer 11. Olive Addict. Legi Nummer 11. Legi Nummer 11, ja, die. Bleh. Ah, ein drittes Mal. Legi Nummer 12. 12 Legis. Okay. So. Alles klar, dann schauen wir jetzt hier mal rein. Sind auch schon bald hier mit dem Sagen, also kriegen bald auch schon die nächste Mythic. Jetzt kann ich hier 19. Greater Epic Stones noch aufmachen. Gucken wir mal. 12 Legis haben wir schon. Und hier kann ich 19 aufmachen. Samurai Toshi. Karaoke Khan. Generalprobe. Neues Klavier. Pops Burgers. Dales Artillery. Preschool Grad Story. Also diese Greater Epic Stones sind echt ne, sind für die Tonne, ey. Da kommt so viel Schrott bei raus, unglaublich. Das ist unfassbar. Das gibt's nicht. Da ist wenigstens noch eine Furzschule für Hochbegabte. Sind wir bei 13 Legis. Und die Calk Gun, 14 Legis. Man muss nur Geduld haben. Man muss nur Geduld haben, Leute. Dann wird's auch was. So. 14 Legis und jetzt kommen hier nochmal 3 Stück mit hinzu. Was kommt dabei raus? Noch ein Roger. Und ein Bänder, mega. Und eine Starfington Academy. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt gucken wir hier nochmal ins Deck rein. Also war wirklich sehr effektiv. So, was haben wir denn jetzt mit hinzubekommen? Wir haben hier, na gut, den Bänder habe ich schon zweimal Quad-Fused drin. Oh, das Buch der Zaubersprüche, wenn ich das natürlich bekommen hätte, ne? Aus der Box. Dafür kann ich jetzt die Cork Gun schon mal Quad fusen. Das ist gut. Sehr gut. Kann ich eh schon im Deck.
Dann haben wir es jetzt Quad Fused. So. Eine Quad Fused Cork Gun. Dann haben wir hier Deers with Guns. Eugene Belcher. Enkel habe ich ja schon. Eine Furzschule für Hochbegabte habe ich schon einmal Quad Fused. Hardback Lobster. So. Und dieser Leon Petard, ne, ist natürlich auch geil, dass ich den. Was für Kombos gibt's mit dem? Aha. Okay. Mit Peter finde ich jetzt nicht so toll, also als Spray Peter. Roger finde ich auch nicht so toll, der berauschte Legman. Burger Boss Bob, okay, der könnte ganz cool sein. Barabu Addict ist natürlich geil. Okay. Hier mit Hank Hill ist auch geil, mit Bobby ist geil. Bender, okay. Okay, also muss ich auf jeden Fall anfangen zu erforschen, das Ding. Weil das ist schon richtig nice hier. Immer. Das gerade hier für die Louise. Super geil. Den Roger. Den ich dann auch hier schon fast zweimal Quad Fused. She Mask. Okay. Stop Student Lucky. Stuffington Academy. Die, ey, das ist geil. Das ist natürlich auch geil. Die kann ich jetzt auch Quad Fusen. Die Stuffington Academy, das ist natürlich mega nice. Die ist geil. Die ist geil. Da freu, ey, da, das ist geil. Da freue ich mich riesig drauf, ne? Stuffington Academy jetzt Quad Fused. Das ist geil. Aber da sehe ich gerade noch was, ne? Sehe ich gerade noch was. Kann ich. Muss ich gleich mal gucken hier. Ob ich das richtig gesehen habe. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Ja, ich kann die Tina. Alter, ich kann auch die Tina kann ich jetzt auch. Alter, ich muss jetzt noch hier was recyceln. Ich muss jetzt noch was recyceln. Ich kann jetzt sogar die Tina noch Quad Fusen. Das ist natürlich. Übel. Das ist natürlich mega geil. Wow. Also das ist nice. Das ist jetzt richtig nice. Jetzt kann ich die nochmal fusen. Wow. Das kommt jetzt natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne? So direkt vorm Rumble hier. Eieiei. Und Tina auch noch Quad fused mit drin. Alter Vater. Alter Vater, das ist cool. Das ist cool. Also, was hat es jetzt gebracht? Ich habe jetzt die Tina Quad Fused. Ich habe jetzt die Stuffington Academy dadurch Quad Fused. Ich konnte die Cork Gun noch Quad Fusen. Ja, diesen Brian habe ich jetzt sowieso auch momentan nur drin. Wegen dem Fighter BGE. Aber das ist nice. Alter Vater. Holy shit. Okay. Jetzt müsste ich mir echt mal überlegen, welche der Karten ich hier mal rausschmeiße, weil ich die momentan nicht so wirklich gut gebrauchen kann. 29. Müsste das Ganze noch mal ein bisschen kompakter machen, aber muss mir die ganzen Kombos noch mal genauer anschauen. Aber das ist cool. Also das hat sich heute richtig mega gelohnt, muss ich echt sagen. Bin ich hammer happy. Bin echt happy darüber. Sensationell. Mega geil. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Läutet die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown, mit mir nehmen wir gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.